Name ist Corbinian und die Sabrina unterstützt mich heute als Co-Moderatorin. Hallo zusammen. Und unser Gast heute ist der Christian und ich möchte euch den Christian gerne vorstellen, wieder anhand einer Check-in-Methode, die ihr auch für eure Workshops verwenden könnt. Und meine Frage jetzt exemplarisch an Christian, sonst natürlich an alle Workshop-Teilnehmer. Christian, was ist denn ein Gegenstand, der dich in den letzten Wochen positiv begleitet hat, der in der Nähe deines Arbeitsplatzes liegt? Ja, hallo Corbinian und hallo an alle anderen Teilnehmer. Ein Gegenstand, der mich begleitet hat jetzt in den letzten 3 Wochen Homeoffice, ist, weil es mir immer sehr schwer gefallen ist, im Homeoffice die Trennung zwischen Arbeit und Privat tatsächlich zu ziehen. Weil aus dem Raum zu gehen, hat für mich irgendwie nicht richtig gereicht. Und deswegen ist mein persönlicher Gegenstand, man sieht es nur so halb, glaube ich, meine Jogginghose durch diesen Hintergrund. Weil für mich der Outfitwechsel am Ende des Arbeitstages tatsächlich die Bedeutung hat, jetzt ist Schluss mit Arbeit und das ist die Trennung zum Privaten. Super, ja, vielen Dank für den kleinen privaten Einblick. Also das ist eine Check-in-Methode, die könnt ihr sehr toll verwenden, um in ein Meeting reinzustarten. Wenn ihr es sogar ein bisschen weiter den Raum aufmacht und die Aufgabe stellt, zeige einen Gegenstand aus deinem Zimmer oder aus deinem Haus, aktiviert ihr sogar die Teilnehmer, wirklich aktiv aufzustehen und 2 Minuten im Zimmer was zu suchen. Also ihr habt sogar hier die Möglichkeit, wie in einem physischen Workshop, wirklich diese Aktivierung aufstehen, am Anfang auch in dem Remote-Workshop mit einzubauen. Und vielen Dank für den Einblick, Christian. Und ich möchte gerne ein paar Worte noch über dich verlieren und dich vorstellen. Und du bist ja seit 1,5 Jahren bei uns an der Unternehmertum und hier verantwortlich für die studentischen Innovationsprojekte. Und deine Erfahrungen aus dem Bereich bringst du aus deiner Gründerzeit mit. Christian war hier sehr erfolgreich schon als Gründer unterwegs, hat 6 Gründungsprojekte gestartet, war auch in leitender Position bei einem VC-finanzierten Startup unterwegs und hat hier Produkt und Geschäftsmodell entwickelt. Als selbstständiger Innovationsberater ist er in der Vergangenheit und auch jetzt noch unterwegs, große Unternehmen zu beraten im Thema neue Geschäftsmodellen, Produkte und Services. Vielen Dank, Christian, dass du heute Zeit hast und schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Super cool, was ihr hier auf die Beine gestellt habt. Klasse, ja. An unsere Teilnehmer der Hinweis, wenn ihr Fragen habt, teilt uns die gerne hier im Chat mit. Wir nehmen uns am Ende nochmal gezielt Zeit dafür zu beantworten. Aber euch, auch eure Erfahrungen würden uns interessieren, also welche Erfahrungen habt ihr gemacht bei Planung und Vorbereitung? Stimmt ihr dem Gesagten zu, was Christian vorschlägt? Habt ihr andere Erfahrungen? In welche Problemstellungen seid ihr schon reingelaufen? Also teilt gerne eure Erfahrungen und Fragen im Chat mit und wir nehmen uns am Ende Zeit, um auf die Fragen einzugehen. Und jetzt möchte ich starten mit unserem Thema, für das wir den Christian heute eingeladen haben, Vorbereitung und Planung. Vorbereitung ist das halbe Leben, haben wir geschrieben, professionelle Planung eines virtuellen Workshops. Meine erste Frage, Christian, wäre, mich interessiert aufgrund der aktuellen Situation, das hat sich ja recht schnell entwickelt, gab es bei dir irgendwie ein Thema, wo du ad hoc einen Workshop entwickeln musstest und das Ganze auf Remote umstellen und wie sah deine Vorbereitung und Planung dann in dem Fall aus? Ja, es war tatsächlich bei uns so, dass wir vor 3 Wochen hatten wir ein 6-tägiges Training. Ich setze jetzt hier Workshop und Training gleich mit 21 Teilnehmern. Und es war ein Freitag und dabei kam dann die Entscheidung, wir können das nicht mehr verantworten, dass hier 21 Teilnehmer, die auch noch ins Feld geschickt werden und Interviews mit Personen face-to-face führen sollen, dass wir den Workshop in der Form weiterführen können. Und wir haben dann die 21 Teilnehmer gebeten, nach Hause zu fahren und das war für uns so die Situation, shit, was machen wir jetzt? Wir haben jetzt noch 4 Tage Workshop vor uns inhaltlich und wir haben jetzt 2 Stunden Zeit, das auf Remote umzustellen.
bis die Teilnehmer zu Hause sind und vor ihrem Computer sind und teilnehmen können. Und wir hatten das große Glück, dass wir viele Inhalte schon digital vorbereitet hatten. Wir hatten die Präsentation, also wir haben mit Folien gearbeitet in dem Workshop und wir haben unsere Agenda auch digital vorbereitet gehabt, um uns abzustimmen. Wir, das waren meine Kollegin und ich, die Lisa, und wir haben dann uns 2 Stunden bei uns in der Unternehmertum in die Küche gesetzt und haben den Workshop umgeschmissen. Wir hatten 2 Annahmen. Wir haben gedacht, dass es remote wahrscheinlich länger dauern wird als face-to-face, bestimmte Inhalte zu vermitteln und auch Feedback von den Teilnehmern einzuholen und die reflektieren zu lassen und ihre Erkenntnisse mit uns teilen zu können. Deswegen haben wir viele Inhalte aus der Session verlagert, ein paar Inhalte gestrichen und wir waren auch der Annahme, dass wir gesagt haben, wir glauben, dass wir kürzeren Input geben müssen und die Arbeitszeiten auch verkürzen müssen. Das heißt beispielsweise, wenn in der Agenda geplant war, 10 Minuten Input und 1 Stunde arbeiten lassen, die Teilnehmer, haben wir das aufgeteilt in 2 Sessions und 5 Minuten Input gegeben und 30 Minuten die Teilnehmer arbeiten lassen und das 2-mal hintereinander gesetzt. Vom Setting selber haben wir damals Google Hangouts benutzt, beziehungsweise Google Meets, was wir zur Verfügung hatten, und haben mit unseren Präsentationen weitergearbeitet und haben an gewissen Stellen in der Präsentation einfach digitale Post-its eingefügt, wenn es darum ging, dass man Erkenntnisse von den Teilnehmern dann sammelt und reflektiert. So, und dann ging es los. Wir hatten diese 2 Stunden und sind dann gestartet und haben, was wir dann gemerkt haben, war, die Lisa hat die Moderationsrolle übernommen und ich war so im Hintergrund der Support. Das heißt, ich habe geschaut, was posten die Teilnehmer bei uns im Videochat. Die haben dann aber auch in Slack-Channeln gepostet. Also wir haben zur Kommunikation mit den Teilnehmern Slack genutzt. Manche, die dann irgendwo mal rausgeworfen wurden, haben uns E-Mails geschickt. Das heißt, da waren auf einmal im Hintergrund 3 Kommunikationskanäle. Der Moderator hatte am Bildschirm offen das Video, musste irgendwie die Agenda noch offen haben, Timer, wo wir dann gemerkt haben, dass uns einfach ein paar Slots in der Agenda auch untergegangen sind und wir die Zeit nicht richtig im Blick hatten. Und also ein Key Learning für uns war auch, weil ich dann im Hintergrund auch die Folien umgebaut habe und wirklich Schritt für Schritt. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ja. Genau. Also was war denn so das Takeaway für ja. dich an der Stelle? Also, was ist denn wirklich, wenn man auch umstellt, so kurzfristig, auf was muss man besonders aufpassen? Ja, also wir haben an dem Abend, wir waren erstmal hundemüde an dem Abend, weil das wahnsinnig viel zu überblicken war. Und was wir dann gemerkt haben, war erstmal diese Erkenntnis, remote ist wesentlich unflexibler als in Person. Das heißt, wenn ich auf einmal nicht mehr die Reaktion der Personen vor mir sehe und auch meinen eigenen Körper für die Körpersprache und Interaktion nicht einsetzen kann, geht viel Feedback verloren. Das ist das eine gewesen. Und das zweite war, was wir gemerkt hatten, wir hatten immer noch zu wenig Zeit eingeplant. Also unser Learning war, dass auch wenn man dann Teilnehmer ihre Erkenntnisse und ihre Ergebnisse teilen lässt, einfach die doppelte Zeit braucht, bis dann das Mikrofon mal an ist, bis die Sachen funktionieren. Und was wir für uns abgeleitet haben, war, wir haben die Agenda wesentlich, wesentlich stärker detailliert an dem Abend. Wir haben hier auch ein Beispiel dabei, wie die Agenda aussah. Also man sieht hier, wir arbeiten mit so einer digitalen Agenda normalerweise. Und was wir gemacht haben, ist noch deutlich mehr zu schärfen, was sind einzelne Slots, wo geben wir Input, was sind die konkreten Ressourcen, die wir brauchen, sogar mit Links zu den einzelnen Dateien, dass wir möglichst wenig Dokumente haben und was sind die konkreten To-Dos und Aufgaben. Das Gleiche haben wir in den Folien auch angepasst, dass wir in den Folien einerseits diese Schritt-für-Schritt-Erklärungen drinnen hatten und das Zweite, was ganz wichtig war, auf den Folien auch einfach zu vermerken, was die konkrete Arbeitsaufgabe jetzt ist. Weil wenn die Teilnehmer dann 1/2 Stunde arbeiten und in irgendwelchen anderen Räumen miteinander arbeiten, sich eigene Videochats aufsetzen,
war es ganz wichtig, dass die wissen, wie viel Zeit habe ich und was ist genau die Aufgabe, weil man als Moderator nicht mehr an allen Stellen, dadurch, dass man dann in verschiedenen virtuellen Räumen ist, den Überblick über die Fragen behalten kann. Super spannend. Also hier sehen wir jetzt ein Beispiel, wie du dich vorbereitest, also nicht die Agenda, die dann geteilt wird mit den Teilnehmern, sondern letztendlich, wie du dich hinsetzt und so eine detaillierte Agendaplanung machst. Ja, das passiert natürlich in einem Präsenzmeeting auch, aber hier dein Learning natürlich, das noch tiefer runterzubrechen. Und du hast mir vorher erzählt, dass du gern die Datei auch den Leuten zur Verfügung stellst. Das heißt, wir werden das dann auch noch im Chat teilen am Ende vom Workshop. Und das bringt mich jetzt zur nächsten Frage, weil wenn ich das hier mal geteilt habe und du hast hier irgendwie die Spalte Who, also wäre meine Frage, wer ist denn dieses Who? Welche Rollen gibt es denn in dem Workshop und an wen muss ich da in der Vorbereitung alles denken? Also das war ein großes Learning für uns, diese Rollen, die man im Workshop hat, ganz klar zu definieren im Vorhinein. Wir arbeiten da mit 5 Rollen. Also wir haben den Moderator, der in dem Fall weniger Aufgaben übernimmt als im Face-to-Face-Workshop. Und der Moderator ist einfach wirklich dafür da, konzentriert die Folien zu organisieren und zu präsentieren und sich voll auf den Vortrag fokussieren zu können. Genau, du hast hier eine Übersicht über die Rollen, danke. Was eine neue Rolle für uns war der Chat-Moderator, dass es irgendjemanden geben muss, der Fragen sammelt, der Teilnehmer, und die in irgendeiner Art und Weise moderiert, dass die dann an den Moderator oder an die Gruppe weitergegeben werden können, dass auf jeden Fall da ein Überblick ist. Was auch eine ganz wichtige Rolle war, die bei uns in Workshops oder Trainings der Moderator leicht mitmachen kann, ist der Timekeeper. Das heißt tatsächlich in der Agenda den Überblick zu haben, wo stehen wir gerade, brauchen wir noch mehr Zeit, sind wir gut in der Zeit. So, und in den Workshops machen wir das normalerweise immer mit einer großen analogen Uhr, die vorne steht. Und der Timekeeper hat hier die Aufgabe, entweder mit dem Handy oder mit dem Wecker oder einer Stoppuhr, nebenher auf die Uhr zu schauen und idealerweise den Moderator zu unterstützen und ihm immer wieder zu sagen, wir sind gut in der Zeit, du hast jetzt nur so und so viel Zeit. Aber auch den Teilnehmern, wenn sie in Arbeitssessions sind, klar zu kommunizieren, wie viel Zeit sie noch haben, weil eben die gemeinsame Uhr im Raum einfach fehlt. Eine ganz wichtige Rolle, die wir davor nie so sehr berücksichtigen mussten, haben wir einfach Techniker genannt. Das ist einerseits der für die ganzen Tools zuständig ist, für die digitalen Tools, aber vorab auch für die Abklärung. Und wir haben da Fälle gehabt, wo wir einfach nie dran gedacht hatten, zum Beispiel mit der IT den Speicherplatz abzuklären, der zur Verfügung steht. Weil wenn man so einen Workshop mit aufzeichnet, die Rohdateien schnell mal mehrere Gigabyte groß werden und wir in manchen Fällen ans Limit gestoßen sind. Aber auch sich zu überlegen, mit welchen Endgeräten wählen sich denn die Teilnehmer ein? Gibt es jetzt da welche, wir hatten das, die haben sich über ein Tablet eingewählt, welche, die haben sich einfach nur über ein Handy eingewählt, manche haben eine App runterladen müssen. Also die Rolle des Technikers ist quasi vorab, das alles zu klären. Und dann haben wir noch die... Darf ich da kurz einhaken? Genau, können wir ja mal an die Teilnehmer fragen. Schreibt uns gerne mal in den Chat. Schaut ihr über Tablet zu, schaut ihr über Handy zu oder habt ihr euch ganz klassisch über einen Laptop eingewählt? Würde uns auch interessieren. Und bei welcher Größe würde mich jetzt noch interessieren, habe ich denn wirklich auch mehr Rollen? Also ab welcher Größenanzahl habe ich mehr wie Moderator und Chat-Moderator? Das ist relativ... schon Sinn macht, eben 2 Leute zu haben, auch von uns im Learning. Welche Größen von Workshops habt ihr da, wo ihr dann wirklich noch mehr Leute mit den Rollen einbindet? Also ich glaube, die Rollen, also eine Person kann mehrere Rollen haben. Ich glaube, was wichtig ist, ist einfach das Verständnis, dass der Moderator oder die Moderationsaufgabe deutlich fokussierter sein muss im Remote-Setup. Und dann braucht es mindestens eine Person, die die anderen Rollen übernehmen kann. In der Vorbereitung kann natürlich der Moderator und Workshopleiter auch der Techniker sein, vorbereiten, was visualisiert werden soll. Wir haben da keine pauschalen Größen. Wir haben jetzt immer die Erfahrung gemacht, mit 7 bis 10 Teilnehmern ist es gut mit 2 Personen.
abzubilden, wenn man sich im Vorhinein gut kennt und die Rollen klar verteilt und diese Agenda gut geplant hat und wirklich klar ist, zu welchem Zeitpunkt wer welche Aufgabe übernimmt, haben bei uns die Workshops und Trainings mit den 20, 21 Teilnehmern auch zu zweit funktioniert. Und da ist halt die Aufgabe der zweiten Person, die nicht moderiert, alle anderen Rollen zu übernehmen. Sehr spannend, ja. Und jetzt mal angenommen, also ich habe irgendwie methodische Planung, Konzept fertig, habe in dieser Planung, wo wir vorher gesehen haben, eben auch die Rollen aufgeteilt. Ich habe alle Teilnehmer eingeladen, habe mir eben Gedanken gemacht, okay, wen brauche ich für den Workshop? Und jetzt nächste Woche Donnerstag steht wieder mein nächstes Meeting an. So, welche Schritte muss ich denn davor noch berücksichtigen, wenn ich eigentlich so weit von der Planung schon das meiste erledigt habe? Mhm. Also wir unterteilen das gerne in, was muss Tage vorher passieren, was passiert eine Stunde vorher und was passiert eine Viertelstunde vorher. Das sind so die drei Zeiträume, an denen wir uns orientieren. So, und ein paar Tage vorher muss einfach die Information und Kommunikation mit den Teilnehmern erfolgen. Das heißt, alle Teilnehmer nochmal anzuschreiben, zu informieren, welche Tools verwendet werden, sie darauf hinzuweisen, welche Accounts und welche Software unter Umständen runtergeladen werden muss und die auch bitten, das zu tun und zu testen. Wir hatten schon den Fall, dass wir die IT bei einem Unternehmenspartner unsere Tools geblockt hat. Das heißt, wir haben das Tool vom Unternehmenspartner zur Verfügung gestellt bekommen und haben dann mit diesem Tool und Moderationsfreigaben gearbeitet und den Workshop dann mit funktionierenden Tools durchgeführt. Was auch noch wichtig ist, ist einfach das Material vorab zu verschicken an die Teilnehmer, dass die immer die Möglichkeit haben, im Workshop, wenn irgendwie das Teilen und Runterladen nicht funktioniert, die bei sich an ihrem Gerät darauf zugreifen können und sich selber nochmal ins Tool reinzuarbeiten. Ich habe die letzten Tage und Wochen, glaube ich, mit mittlerweile 5 verschiedenen Videokonferenz-Tools gearbeitet und es gibt halt überall kleine Feinheiten, die unterschiedlich sind, wie die Tastenkürzel, wie kann ich einen virtuellen Hintergrund einblenden oder nicht, wie kann ich Unterräume machen. Eine Stunde vorher ist tatsächlich dieses konkrete Arbeitsplatz einrichten, dass man sagt, ich muss mich hier vorbereiten, ich muss allen Leuten, die bei mir im Haus oder in der Wohnung sind, Bescheid geben, dass jetzt ein Workshop stattfindet, mir Getränke herstellen und mit meinen anderen Workshop-Leitern einfach nochmal kurz den Plan durchgeben. Und dann gibt es so die letzte Viertelstunde, wo wir sagen, das ist tatsächlich so die Fokusphase, wo es ganz wichtig ist, nochmal aufzustehen, kurz zu lüften, nochmal aufs Klo zu gehen. Und ich würde sagen, auch nochmal sich einfach klar zu machen, dass trotz aller Planung und trotz aller Plan Bs, Cs, Ds immer noch irgendwas schiefgehen kann. Und dass es trotzdem wie im ganz normalen Workshop ist und dass man dann normal und locker damit umgehen muss. Ja, das haben wir auch schon die Erfahrung gemacht, dass wir auch mal einen Workshop auch einfach abbrechen mussten, weil das Tool geclasht hat mit der Firewall von den Partnerunternehmen an der Stelle. Also da selbst bei bester Planung und Vorbereitung kann es manchmal passieren, dass man das nicht durchführen kann. Aber nichtsdestotrotz sollte man ja auch dann daraus lernen. Und du hast mir erzählt, ja, du hast jetzt aus der Vergangenheit schon, aber auch aufgrund der Intensivierung deiner Arbeit jetzt remote, hier alle deine Erfahrungen mal in eine Checklist geschrieben. Das ist ja generell, glaube ich, ein gutes Vorgehen, sich eine Checklist zu machen. Und was steht denn da so drin? Und genau hier auch war deine Aussage, dass wir es auch wieder teilen dürfen. Genau, also was ist denn, wenn ich mir auch vielleicht selber jetzt deine Checklist hernehme und die anpasse, wie gehst du da vor? Wie entscheidest du, was reinkommt, was kommt nicht rein? Also das ist einfach nur eine Übersicht mit den Erfahrungen und Learnings, die wir jetzt gesammelt haben und grundlegende Sachen. Und von der Struktur ist einfach dieses grundsätzlich die Definition des Workshops, weil es, glaube ich, beim Remote-Setting wichtiger ist denn je, klar zu definieren, was das Ziel von dem Workshop ist. Und auch sehr klar zu definieren, wer da alles teilnehmen soll. Weil
weil es nochmal eine größere Herausforderung ist, irgendwie einen vertrauensvollen Rahmen für Teilnehmer zu stellen, jetzt Ideen zu entwickeln, Fehler machen zu können, weil einfach dieses Remote-Setting immer eine gewisse Anonymität gibt. Das heißt, ich habe da das Credo, je weniger, desto besser, damit die Teilnehmer sich auch untereinander besser kennenlernen können und austauschen können. Dann habe ich einfach zusammengefasst die Planung des Workshops und dann diese konkrete Vorbereitung, also im Grunde genommen in den Schritten, die wir jetzt auch besprochen hatten. Ja, klasse, das stellen wir denen auch zur Verfügung. Du hast es eben auch hier, sehe ich, in deiner Checkliste unterteilt, wie du gerade gesagt hast, dass du eben unterscheidest, paar Tage vorher, eine Stunde vorher und wirklich ein paar Minuten vorher. Genau, das stellen wir euch gern zur Verfügung. Jetzt möchte ich noch ein bisschen Zeit für Fragen lassen, sofern denn welche eingegangen sind. Wir haben auch noch die ein oder andere Frage offen aus dem letzten Mal. Wie sieht es denn da aus, Sabrina? Genau, sehr gern. Also ich habe ein paar Fragen bekommen, tatsächlich mit per direkter Nachricht dieses Mal. Und zwar eine der Fragen war, gehört denn für dich, Christian, zur Vorbereitung auch der technische Support der Teilnehmer selbst? Und inwieweit würdest du da die Grenze ziehen? Wo ist jeder für sich selbst verantwortlich? Und wo unterstützt man? Konkret geht es in dem Beispiel um eine virtuelle Sitzung mit 12 Personen. Und da ist auch noch die Frage, ob das quasi schon eine kritische Größe ist oder ob das noch gut machbar ist. Ich glaube, das kommt so ein bisschen darauf an, sind das Kunden oder Unternehmenspartner oder ist es bei mir im Unternehmen? So würde ich das unterscheiden. Ich weiß nicht, ob das in der Frage drinnen war oder erwähnt wurde. Stand in dem Fall nicht drin. Ich gehe davon aus, dass es eher was Internes ist. Und die Frage ist dann, was technischer Support tatsächlich... Ah, sind alle extern, Entschuldigung. Alle extern, okay. Ja. Dann ist wieder das Thema, wie ad hoc passieren die Sachen und gibt es irgendwelche Tools, auf die man sich einigen kann? Also ich würde in der Vorbereitung auf sowas einfach die Teilnehmer kontaktieren und fragen, was sie aktuell verwenden und ob folgende Tools funktionieren. Technischer Support im Sinne von, ich helfe jetzt jemand anderem, Microsoft Teams zu installieren oder Zoom zu installieren oder sowas, haben wir bisher nicht gemacht. Wir sind dann eher auf den Kompromiss gegangen, zu schauen, was verwenden denn die anderen und gibt es da einen gemeinsamen Nenner. Und bei den meisten Unternehmenspartnern ist zumindest irgendwo Skype vorhanden, Skype for Business noch in der Microsoft-Welt, auf das wir immer ausweichen konnten. Und der zweite Teil der Frage war, ob 12 Personen schon die kritische Größe ist. Da würde mich interessieren, was kritische Größe heißt. Wahrscheinlich bezogen auf die Durchführung insgesamt von so virtuellen Veranstaltungen. Also ich würde schon sagen, dass 12 Personen so viel ist, dass man sich je nachdem, was es ist, wenn es ein Workshop ist oder ein Training, sich da gut darauf vorbereiten muss. Also dass man da Zeit einräumen muss und planen muss. Genau, kurze Ergänzung noch. Also es geht darum, dass auch viel diskutiert wird und dass Entscheidungen getroffen werden müssen. Ich glaube, da passt es ganz gut, was wir von letzter Woche hatten mit den Workshop und den Gesprächsregeln. Das kann ich auch gerne im Nachgang dann nochmal der Fragenden per E-Mail teilen, weil da könnte das ganz sinnvoll sein. Absolut, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Wie strikt ist man beim Unterbrechen? Und so in der Vorbereitung ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, eben diese Ziele noch klarer zu formulieren. Also auf was will man, auf welches Ergebnis arbeitet man hin? Und zu sagen, wenn man irgendwo, also wenn Gesprächsbedarf aufkommt, man sieht, es kommt eine große Diskussion auf, mit den Teilnehmern proaktiv abzuklären, ist es das wirklich wert, es hier zu machen? Dadurch verschiebt sich aber der Zeitplan. Oder besteht die Möglichkeit, wenn das jetzt nicht kritisch ist für die Weiterführung des Workshops, möglicherweise einen gesonderten Termin nochmal zu vereinbaren mit den Teilnehmern, wo man da entscheiden muss. Perfekt. Da wir jetzt auch schon ein bisschen fortgeschritten sind in der Zeit, hätte ich jetzt noch eine Frage an dich. Und zwar, kannst du uns kurz, bevor es zur BeTrue Online-Konferenz geht, noch deine
deinen Top-Hack nennen als Moderator in der Vorbereitung? Mein Top-Hack ist tatsächlich viele kleine Pausen einplanen. Also das ist eine Sache, die hatte ich überhaupt nicht am Schirm, aber es braucht viel mehr so kleine 5-Minuten-Unterbrechungen, weil im Workshop steht man, ist interaktiv, man bewegt sich und vor dem Bildschirm hat man nur eigentlich das Gesicht und den Oberkörper zum Kommunizieren. Ich hebe jetzt schon immer die Arme, um irgendwie noch mehr Gestik reinzubringen. Aber das ist unheimlich starr, wie man dann da sitzt vorm Laptop. Und ich mache es jetzt immer so, dass ich tatsächlich versuche, innerhalb von 60 Minuten mindestens 5 Minuten Pause zu machen für alle Teilnehmer, wo man kurz aufstehen kann, sich kurz bewegen kann und dann wieder zusammenkommt. Super, danke. Genau, und was ich gerne noch erwähnen will, ist, oder Corbinian, wenn ja, die, genau, die Frage war ja, wir haben ja heute eine halbe Stunde mit Blick auf die Uhr, müssen wir dann auch schon wieder zum Ende kommen. Unser Format Webinar ist ja gedacht, um euch einfach so eine Inspiration zu geben mit in die nächsten Tage wieder Remote Working. Und genau, die Kollegen bei der Unternehmertum haben für alle, die bisschen tiefer einsteigen möchten in das Thema, ein Angebot, zu dem du, Christian, auch ein bisschen mehr erzählen kannst oder 2, 3 Sätze vielleicht verlieren kannst noch. Genau, also Ende April, am 23. und 24. April haben wir jeweils von 17 bis 21 Uhr, dass jeder teilnehmen kann, eine Online-Konferenz ins Leben gerufen, wo wir nochmal tiefer reingehen in Aspekte mit Zusammenarbeit, Innovation, wie man tatsächlich kreativ remote zusammenarbeiten kann und worauf es jetzt in dieser Remote-Welt auch so ein Stück weit ankommt, wie man soziale Kontakte pflegt, wie man so ein Stück weit ins Digitale, in die Menschlichkeit weiter reinbringt und behält. Klasse. Den Link teilen wir euch im Chat. Ihr findet natürlich die Seite auch, wenn ihr danach googelt. Auch im Chat teilen wir euch ein Google Form. Also wenn ihr uns ein Feedback da lassen möchtet, wären wir euch sehr dankbar. Klickt schnell auf das Google Form und lasst uns da ein Feedback da, eure Meinung. Wir möchten das Ganze ja noch weiterführen im April, haben noch 3 Termine. Einfach wieder gleicher Link, gleiche Uhrzeit. Nächste Woche um 16 Uhr zum Thema Moderation mit einem ganz besonderen Gast, der Franziska Heide, die bei uns wirklich die Expertin im Remote-Arbeiten ist. Einfach daher, dass sie schon lange für die Unternehmertum arbeitet und das im Ausland. Und daher jetzt nicht nur seit Corona, sondern schon lange Jahre remote arbeitet und da ganz, ganz viel beisteuern kann. Nächste Woche zum Thema Moderation, die Sache auf den Punkt bringen, warum der virtuelle Moderator so wichtig ist. Das passiert also nächste Woche. Diese Woche nochmal vielen Dank, Christian, dass du da warst für die Tipps. Ich glaube, die schlechte Nachricht ist, dass man sich bei einem Remote-Workshop noch mehr vorbereiten muss. Die gute Nachricht ist, dass man deine Hilfsmittel im Chat findet. Vielen Dank, dass du die auch zur Verfügung stellst und vielen Dank, dass du die Zeit hast und bei uns warst. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein konnte und vielen Dank auch an die Teilnehmer. Und ich freue mich natürlich, in der Checklist ist mein Kontakt immer über Rückmeldungen und Erfahrungen von anderen. Also zögert nicht, mit mir oder uns in Kontakt zu treten da. Cool, genau. Also auch bei uns das Angebot. Hier seht ihr die E-Mail-Adresse von mir, Corbinian und von der Sabrina. Wenn ihr jetzt Probleme habt, die Sachen runterzuladen, weil ihr mit Handy euch eingeschaltet habt, dann schreibt uns einfach. Wir lassen euch die Unterlagen auch gern per Mail zukommen. An der Stelle möchte ich mich verabschieden aus unseren Homeoffices. Schöne Grüße in euer Heim. Frohe Ostern, macht's gut und bis hoffentlich nächsten Donnerstag, 16 Uhr.